Und da sind wir wieder bei der Last of Us 2. Ja, wir schauen mal, was dieses Gebiet für Ich uns sehe keine bereithält. Wurfs. Das Nein. ist schon mal Aber freuen wir uns nicht zu früh. ganz gut. So. Schauen wir mal, was wir hier finden können. Da hinten können wir noch hinlaufen. Nicht ins Wasser, Ellie. Das ist hier kein Wet-Shirt-Contest und so. Gut, wir haben da nicht wirklich viel zu finden. Also nichts. Oh, meine, die ganze Zeit haben wir durch hier. Aber lasst euch davon nicht Siehst du beeinflussen. den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Jawohl. Bergauf. Okay, da oben. Wow. Das sehen wir ihn. Mehr Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ja, ob das Tommy seine Tat war? Ich bin gespannt. Ich wette, er ist da durch. Hier durch? Komme nicht. Stabile Barrikade. Ja, moin. Auf seine Hey, Matratze auf der stopp! anderen Seite. Was? Stolperdraht. Oha. Shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem, Oder ein für falscher Schritt. Ja, wir müssen angekündigte vorsichtig Besucher. sein. Oh, mein Controller ist fast leer. Scheißt, wir müssen bald diese Controller laden. So, machen wir einmal das Licht an. Oh, eine Werkbank. Das ist ja total verrückt. Aber ich würde gerne erstmal diesen Ort hier erkunden, bevor wir an die Werkbank gehen, weil es könnte sein, dass wir noch ein paar Waffenteile finden. Also vielleicht. Aber das muss nicht sein. Es könnte aber. Gut. Ich glaube, wir haben den Ort erkundet. Warte mal, wir haben hier noch was. Aber hier ist auch nicht. Halt! Hier ist auch eine Umkleide. Okay, nur ein bisschen Munition. Gut, dann gehen wir an die Werkbank ran. So. Ja, Stabilität können wir noch nicht. Wir können. Ja, da können wir die Feuerrate machen. Ja, komm. Machen wir das, bevor wir hier gar nichts machen können an der Werkbank. So, dann gehen wir zurück. Gut, haben wir das Ding dann eigentlich auch schon hinter uns? Das Lehwerkbank. Da oben kommen wir nicht durch. So, wir Die haben müssen dieses ganze Gebiet voll im Griff. Fucking Hier kommt wahrscheinlich doll nicht oft einer durch. aufpassen auf die Das wäre dann der Silberstreif. Stolperfallen. Da Das ist hohe auch Gras wieder macht mich eine. nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Gehen wir halt über diesen LKW. Ja, warum springst du denn auch direkt da rein, du blöde Kuh? Hauptsache stehen wir Wer jetzt kommt direkt denn davor. zurück? Wie? Das gibt nichts. Es ist einfach nur, okay, eine sinnlose Information. Und dann kommen wir gerade mal so hier durch. Ja, moin.
Alter. Aha. Gut, brauchen wir nichts. Ist alles schon gemacht, was wir hier machen könnten. Alter. Warum haben wir eigentlich den Revolver in der Hand? Ich möchte die Pistole haben. Die bratzt doch so ein Schädel mehr weg als irgendwas anderes. Okay. Ne Notiz. So, scrollen wir mal ein bisschen. Und zurück. Alter, das mit dem Ding eben kotzt mich total an. Diese blöden Stolperfallen. Da ist auch wieder eine. Das heißt, wir gehen hier raus. Und dann wieder hier raus. Da ist auch eine. Genauso wie da. Schlau. Das geht. Ach, ja, wirklich? Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. So, das heißt, wir müssen uns unseren Weg hier durchbahnen. Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Aha. Wir werden mindestens noch mal durch eine durchlaufen. Ich sehe es schon kommen. Da ist wieder eine. Hallo? Da sind wir gleich mal ein bisschen taub. Ach, jetzt können wir das Ding aufmachen. Okay. Okay. Und was finden wir? Nichts. Ja, moin. Nietzsche. Also nice, ne? Und so, für die, die es nicht verstehen. Alter, ist das billig. So, hier können wir unter durchkrabbeln. Oh Mann. Ich glaube, das wird eine lange Reise. Wir haben auf beiden Seiten haben wir ein Dingens. Da ist der TV-Sender. War doch eben eine Flasche. Oder halt Ziegelstein. Scheißegal. So, nehmen wir noch einen Ziegelstein mit. Die sind nämlich ganz wertvoll, wenn wir hier durchlaufen. Hier können wir noch hoch. Ach so, da können wir das nicht gehen. Ach, fuck. Pisse im Arsch! Alter, das habe ich ja mal total vercheckt eben. Achso, haben wir wieder das Ding. Ja. So, dann schmeißen wir da unsere rein. Jo. Alles klar, so kann man es auch machen. Hallo? Nimm den fucking Ziegelstein mit, Mensch. Bist du behindert oder so? So, hier haben wir nämlich wieder ein Dingens. Okay.
mussten wir dafür jetzt extra einen Schutz, einen Schuss opfern. Vielleicht kommen wir ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Da kommen wir nicht durch. Ist wahrscheinlich. Mann, ich muss da rein. Jo. Schauen wir mal hier außen rum. So kommen wir da auch nicht durch. Da ist der. Der TV-Sender. Leise jetzt. Das ist ja total verrückt. Stopp. Scheint leer zu sein. Tatsächlich habe ich heute im Straßenverkehr wieder gemerkt, für wie viele Leute das Stoppschild einfach nur heißt. Okay, da steht ein Schild. Wir fahren da einfach dran vorbei. Alles klar. Also, Leute, ne? Ein Stoppschild heißt Stopp. Egal, wie viele Autos vor euch sind und wie viele Autos vor euch schon angehalten haben. Scheißegal. Und wenn 10 Autos vor euch schon angehalten haben. Stopp heißt Stopp. Dann seid ihr nämlich nicht das 11. Auto, das einfach durchfahren kann. Nein. Stopp heißt Stopp. Es regt mich jeden Tag auf, weil ich jeden Tag an dieser Stelle vorbeifahre. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen wieder so ein bisschen was Privates hier reinbringe, aber es kann so nicht wirklich weitergehen. Also es ist. Und vor allem, was ich dann auch noch am schlimmsten finde, du stoppst an dem Stoppschild und wirst von hinten auch noch angehupt, weil du stoppst. Das ist dann aber so das Highlight meines Tages. Und dann frage ich die Leute, warum oder wozu haben die die Fahrschule gemacht? War das Tommy? Gehen wir rein. Das haben sie doch eigentlich alles mal gelernt. Ja, ich weiß, hier geht es nicht weiter und ich weiß, da hinten ist ein Seil. Ich hab's schon gesehen. Hallo? Da hoch bitte. Danke. Sorry, da war ein bisschen Rülps dabei. Boah, Alter, was ist denn nun los? Sorry. Scheiße. Sei vorsichtig. Leichen hier. Boah. Tut mir leid, ich kriege halt ein bisschen Schluck auf. Oh. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Aber Schluck auf während der Aufnahme ist echt räudig, habe ich jetzt gerade mal so gemerkt. Das ist ja absolut ekelhaft. Also ich sag mal, ungünstig. Da oben können wir rein. Aber ich würde erstmal hier schauen. Hier können wir auch rein. Zusätze. Cool. Alles mitnehmen, was geht. Alles klauen, was geht. Alles klauen, was geht. Okay, wir gehen hier weiter. Da haben wir nichts. Da kommen wir nicht mehr rum. Dann gehen wir hier hoch. Warte mal. Halt. 23. 30 brauchen wir, okay? Also noch 7 Zusätze. Oh, ich muss mir tatsächlich gerade mal den Timer öffnen. Da haben wir ihn noch. Nein! Nicht alles schließen! Och, fuck! Nicht, Tommy. Ah, Scheißendreck. Wie zum Teufel war das?
Ich weiß nicht. Aber ich weiß, Gott sei Dank, aber was wir noch für eine Botschaft. Zeit haben. Ach, es läuft automatisch weiter. Gut. Knapp 10 Minuten. Knapp 10 Minuten haben wir. Ich hoffe nicht. Aber halt die Augen offen. Dina steht auch nicht dauernd im Weg rum. Das ist ungünstig für unsere hier Undercover-Mission. So, hier können wir noch hochgehen. Aber ich glaube, da hochzugehen wäre noch nicht so produktiv. Wir haben hier noch eine Menge Objekte, wo wir vielleicht noch was mitnehmen können. Da waren nämlich noch ein paar Waffenteile. Okay, wir haben die Vögel aufgeschreckt. Das ist nicht so gut. Okay. Hier sind wir unter einer Haupttreppe. Zumindest sieht es so aus. Aber ist es denn vernünftig, dass wir hier schon wieder hochlaufen? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir erstmal hier langlaufen, bis wir diesen Außengang komplett erkundet haben. Kommen wir nicht durch? Ich glaube, hier kamen wir sogar raus, oder was? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie in der Nähe hier, ja, doch, sollten wir rausgekommen sein. Gut. Dann erkunden wir jetzt die Etage einen höher. Und zwar in die andere Richtung. Mit Brutalität. Ich bin gespannt, was wir hier noch entdecken. Los, mir nach. Was ist mit dir nach? Hä? Was laberst du denn? Wir haben hier ein paar Komponenten, die wir nicht mitnehmen können. Das heißt, wir laufen erstmal in diese Richtung weiter, blöde Kuh. So, nochmal hier rüber. Gut, haben wir die beiden Schreibtische auch abgedeckt. Dina steht doch nicht dauernd im Weg. Es regt mich auf. Ein bisschen Energie. Cool. So, hier wieder runter. Hier nochmal runter. Und da dann wieder hoch. Ich bin echt gespannt auf das, was uns hier erwarten wird. Hier geht's außen lang. Okay, das heißt, da ist nicht wirklich was. Diese hängenden Leichen machen mir echt Sorgen. Also wie gesagt, das ist mittlerweile schon eine Weile her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe mittlerweile eigentlich so gar keine Ahnung mehr, was uns hier erwartet. Aber gerade das macht eigentlich den Nervenkitzelfaktor aus. Hauptsache war ich hier schon drin. Lol. Channel 4. Thing. Ja, und dann kommen wir wieder hier runter. Das heißt, wir müssen langsam mal hier in die Mitte. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt hier in das Hauptzoll, Hauptzentralen Dings. Ja, hier ist auch nicht viel los. Mann! Aber wir müssen doch irgendwie was in dieser Richtung da hinten bewegen können. Warte mal.
Das Kabel können wir also nicht kappen, okay. Warte mal, da ist auch noch eine Treppe. Okay. Das ist schon mal gut. Hä? Okay, dann müssen wir doch hier lang. Das gefällt mir nicht. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will Lea finden. Nur... Okay, wir haben es ein Stückchen weiter geschafft. Da ist jemand tot. Hier ist alles tot, höchstwahrscheinlich. Ich hab gerade mal kurz... Halt! 3 Schuss! Die nehmen wir natürlich mit. 15 Schuss. Nice. Nietzsche. Ich bin gespannt, was wir hier noch entdecken. Ein paar Leichen, was immer, ich sag mal, ein gutes und ein schlechtes oben ist. Aber wer weiß, was wir hier sonst noch so erkunden können. Mhm. Sammelkarte Kimimela. Das ist, ja, schon mal ein komisches Zeichen. Können wir hier noch irgendwo lang? Können wir nicht. Halt, hier durch. Hier sind wir rein. Dann müssen wir wohl hier durch die Tür. Tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir haben noch knapp 3 Minuten, sagt der Timer. Oh. Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, manchmal denke ich mir auch, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Eine Notiz. Rue, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass die Scars, die du an der Küste geschnappt hast, geredet haben. Isaac soll ziemlich beeindruckt von dir sein. Ich weiß, du hast deine Zweifel, aber jetzt musst du alles geben. Zeig ihm, dass die Aktion an der Küste keine einmalige Sache war. Dann hast du ausgesorgt. Überleg mal, wie wenige Leute eine solche Chance bekommen. Ich bin stolz auf dich. Dad. Okay. Gut. Haben wir das auch erledigt, das kleine Familiendrama? Ich wollte unbedingt... Sorry. Sie haut extra die Scheißscheibe kaputt, damit sie da durchlaufen kann und macht dann trotzdem noch die Tür auf. Oh Mann. So, gehen wir mal hier rein. Das ist sie. Lea. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie. Hm? Sie hat nichts dabei. Sechs, hier ist 2, bitte melden. 6, bestätigen. Over. Dina. Hm? Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Das
Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, Over. Wir sollten hier weg. Und an dieser Stelle macht... Ja, moin. Fällt mir erst bei der Controller aus der Hand. Okay. Nein, genau. An dieser Stelle machen wir Schluss für diesen Part. Alter, wir sind mittlerweile schon bei Part 13. Und ich habe noch nicht einen einzigen fucking Part hochgeladen. Aber das ist nicht eure Schuld, das ist nicht meine Schuld. Das ist, ne, hier berufsmäßig und so, ne, Drecks-Internet. Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt es, ich habe es schon öfter gesagt. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part, wenn sie dann irgendwann mal hochgeladen sind. Bis dahin und ciao.